Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Might and Magic Teil 9. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir kommen in das nächste Gebiet. Mal sehen, was uns da erwarten wird. Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl. Oh. Kommt man da raus? Wow. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Kann man mit dir reden? Nö, nee, anscheinend nicht wirklich. Steht da... Ah. Aber wir haben ein paar Gegner. Mit dem Schild. Ach, das kann man... Das kann man drehen hier. Okay. Was ist das hier? Kann man nichts machen mit... Ja, okay, dann müssen wir uns mal einfach mal... Ach, das sind mehrere von diesen Schildern. Okay, dann müssen wir uns mal genauer noch umschauen hier. Ja, und da geht's anscheinend weiter. Aber ich schätze mal, mit den Schildern... Ja, müssen wir was machen? Weil das ist der nächste Test, denke ich mal. Aha. Kann man irgendeine von diesen Türen öffnen? Also die nicht. Müssen wir mal alle ausprobieren. Die nicht. Ah, und da ist auch was. Also die Türen kann man alle anscheinend nicht öffnen. Was ist denn das hier? Ah. Ah. Ich verstehe. Das sind keine Schilder, das sind Spiegel. Und wahrscheinlich muss man da verschiedene Dinger einstellen. Wenn wir den jetzt so hinstellen, dann geht er doch auf den hier drüber, oder? Oder soll man den auf den hier machen? Moment. Nee, der geht noch dahin. Okay, dann würde der hier auf den hier gehen. Und von dem könnte man so hinstellen, dass der auf den geht. Von dem könnte man auf den hier stellen. Und von denen auf das Ding hier. Ja, das würde passen. Das würde, glaube ich, so passen. Ich muss es nur richtig einstellen, aber ich glaube, das ist relativ einfach. Das ist jetzt ein bisschen ausprobieren. So, bis dahin ging er. Ich glaube... Hä? Wo bin ich? So, so könnte das jetzt richtig sein. Ja, ja, ich glaube, wir treffen richtig. Ich glaube, wir treffen richtig. Und der Dinger muss dann halt... so reflektieren, dass er auf den hier springt. Kann das sein? Stimmt das? Ah. Nee, der trifft doch noch nicht richtig. Ah, doch, der trifft richtig. Und der schießt jetzt nach da. Der schießt jetzt nach da. So. Probieren wir es nochmal. Ja, der trifft jetzt den Dinger hier. Und ich denke, der hier muss jetzt so eingestellt werden, dass er den da drüben trifft. Die Frage ist, ob man das jetzt richtig sieht dann. Oh, ich kann sein, dass der schon zu weit nicht richtig steht. Beziehungsweise der steht jetzt so. Ja, man sieht es einfach ziemlich schlecht. Man sieht es ziemlich schlecht. Erstmal probieren. Aber der hier, er scheint schon, er scheint richtig zu stehen. Nur der steht jetzt noch nicht richtig, natürlich. Der muss noch ein bisschen. So vielleicht.
So könnte es richtig stehen. Mal probieren wir mal. Jawohl, ich gl... Hoch. Ach, und jetzt gehen die ganzen Türen auf. War ja klar. Ja, aber ich habe richtig gedrückt. Also, ich habe die richtig eingestellt gehabt und ich habe recht gehabt. Man konnte damit so umleiten. Okay. Dann wollen wir doch mal hier ein bisschen Klarschiff machen. Hoppla. Falsche Taste. Ich wollte eigentlich nochmal einen Kettenblitz machen, aber ja, gut. So. Das passt. Und zacka. Und alle leben immer noch. So, den Hammer, dann fehlen noch die zwei hier. Und da hinten habe ich auch sowas gesehen, wie eine Truhe. Da können wir alle Dinger nochmal anschauen, ob da überall Truhen drin sind. So, da dam dam. Ah, okay. Dann können wir jetzt einfach mal so machen hier. Einfach mal draufhauen. Und dann mal das ganze Zeug, ein Plattenpanzer, okay, das ganze Zeug mal mitnehmen und dann noch die Truhen anschauen, ob da irgendwas Gescheites drin ist. Und dann geht's wohl weiter. So, Speicherstand, Spielstand ist gespeichert, dann schauen wir mal da rein. Hurra! Wie erwartet, nicht wirklich was so besonders Sinnvolles. Da ist gar nichts drin. Hm. Blöd. Da ist aber wieder... Da ist was drin. Hurra! Aber wahrscheinlich auch... Wobei, pur Treffersicherheit. Treffersicherheit hört sich gut an. Treffsicherheit 16. 16. Dann kriegst du den. Dann kriegst du den. So, dann triffst du nämlich auch mal ein bisschen besser. Die ganze Werte in diesem Spiel. Bei den anderen Might & Magic Spielen wäre ich jetzt schon bei 100 oder bei zumindest 70 oder 80 oder irgend sowas. Aber ja. Ist die Tür da eigentlich immer noch zu? Ach nee, ich muss den Kristall wahrscheinlich benutzen. Ich muss wahrscheinlich den Kristall benutzen, um weiterzukommen. Da ist nichts. Und da... Ja, genau, da ist nochmal eine Truhe. Hurra! Ja, aber... Ja. Sieht jetzt auch nicht so prickelnd aus. Was sagt eigentlich die Karte? Ja, okay, es geht auf jeden Fall weiter. Ich hätte es gedacht, da geht es nicht weiter, aber gut. Hallo? Ah, ich kann einfach die Tür öffnen. Hab den nächsten Gegner hier drinnen. Ja doch. Mach mal einen göttlichen Eingriff hier. Wieder eins erledigt. So. Göttlicher Eingriff ist einfach klasse, finde ich. So, und da vorne geht's weiter. Jetzt bin ich ja mal echt gespannt, wie weit es noch geht. Ja, auf jeden Fall... Ach, das sind wieder Geister. Wo ist denn der nächste Geist? Ich sehe nichts.
Schreckgespenst. Ich sehe nur nichts. Wo der sein soll. Wo soll hier... Ah, ich glaube, ich weiß, was ich mache. Wenn wir die nicht sehen, machen wir einfach mal das Auge rein, hätte ich gesagt. Vielleicht sagt uns das ein bisschen weiter oben. Und nach Norden soll es eigentlich weitergehen. Ah, ja, ich sehe es. Okay. Alles klar. Alles klar. Ich dachte, man kommt auch nicht weiter, weil die Gegner noch nicht erledigt sind. Aber dann scheint nicht der Fall zu sein. Hm. Ah. Wahrscheinlich erst 4, 2, 1, 3. Aber ich kann da nichts drücken. 3. 1. Ah. Und den kann ich nur hin und her schieben. Wie soll man das dann einstellen? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Also das ist auf jeden Fall die Kombination, die wir drücken müssen. Aber hier geht's nicht. Vielleicht liegt es doch dran, dass ich da hätte noch was machen müssen. Hätte ich diese Geister doch erledigen müssen? Na, dann kommt mal her. Ich sehe nicht, wo ihr seid. Ich glaube, hier seid ihr irgendwie. Schwierig zu sehen, wo sie überhaupt sind. Aber ich glaube, wir haben einen erledigt. Ist das der hier? Ja, ich glaube, das ist er. Vielleicht muss man die erledigen, bevor man diese Schalter da drücken kann. So, wir haben es auf jeden Fall jetzt mal. Dann weiter nach Norden. So, funktioniert das jetzt halt irgendwie, nachdem die Gegner tot sind? Hm. Wenn ich da... mehr einstellen könnte, aber... Oder warte mal. 1 und 3. Aber das ist 1 und 3 hier. Ha. Gibt es da noch mehrere Sachen zum Drücken irgendwie? Nee. Ich habe nur diesen einen, wo ich drücken kann. Ich kapiere es nicht. Ich meine, es ist relativ klar, dass wir entweder erst den Vierer, dann Zweier, Eins oder Drei oder umgekehrt 3, 1, 2, 4 drücken müssten. Aber die Frage ist, wie kann ich die drücken? Ich kann da nichts machen mit. Es könnte natürlich sein, dass das jetzt verbuggt ist. Das ist jetzt so mal das, was... Das, was ich befürchte, dass das wieder verbuggt sein könnte oder so. Das ist jetzt auch nicht ungewöhnlich. Weil wir vielleicht die Gegner noch nicht alle erledigt hatten, bevor wir hier durch sind.
Krieg den nur hier oder hierher. Aber da ändert sich nicht wirklich was. Ich sehe da nicht wirklich was, was sich da ändern würde. Keine Schalter an der Wand. Hier, die Dinger sind nicht zum Drücken. Wie gesagt, ich kann den nur so und so hinmachen. Also, für mich sieht es verbuggt aus, aber... ich weiß es nicht. Vielleicht sollte ich das Spiel nochmal neu starten. Ich hoffe, dass ich nicht alles nochmal komplett neu machen muss, seitdem ich die Folge angefangen habe. Oder warte mal, ist da oben was? Guck mal. Nee. Da ändert sich nichts, oder? Nee, die sind immer... Nee, die da oben sind immer gleich. Ich dachte, da hätte sich jetzt was geändert an den Dingern hier, aber nee. Also wie gesagt, für mich wirkt es irgendwie verbuggt. Für mich wirkt es, wie wenn die Dinger hier rauskommen müssten und dann kann man sie drücken oder so irgendetwas und mit denen irgendwie einrasten oder so. Aber da hier nichts passiert. Und da ist ja eigentlich auch nichts drin. Das ist ja nur dieser eine Gang hier. Hm. Und ich kann drücken, was ich will. Kann ich nicht machen. Okay, dann würde ich mal ganz kurz eine Pause machen. Und in der nächsten, nicht in der nächsten Folge. Und mal vielleicht nochmal neu laden und mal schauen, was da passiert. Oder mal nachschauen, wie das gehen soll. Also es ist relativ einfach, aber dass da halt nichts rauskommt. Oder dass ich da nichts wirklich drücken kann. Ich muss es mal ausprobieren. Ja, bis gleich. So, da bin ich wieder und es ist kein Bug. Ich muss tatsächlich einfach nur auf die Platten draufstehen. Also erst auf die dritte. Dann auf die erste. Dann auf die zweite. Also nicht draufdrücken, sondern einfach nur draufstehen. Und dann geht es automatisch hoch. Finde ich ein bisschen seltsam. Vor allem, ich dachte, ich hätte es eigentlich ausprobiert, aber... ich scheine es nicht ausprobiert zu haben. Hm. Wie gesagt, ich dachte, ich hätte es ausprobiert. Aber ich glaube, ich bin nicht einfach nicht richtig draufgegangen. Ich habe einfach nur draufgeklickt und nichts ist passiert. Und deswegen dachte ich, es passiert nichts. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Oh, runtergefallen, Mist. Ach, vielleicht einfach durch die Tür hier durch. Okay, viele Gegner. Ah, ich hätte nochmal rasten. Wisst ihr was? Ich muss hier nochmal rasten. Ich habe keinen Mana mehr. Beziehungsweise, wartet mal. Du kannst doch noch ein Dings machen, oder? So, um unser Mana wieder zu holen. Gut. Jetzt bin ich mal gespannt, weil das sieht aus, als ob es jetzt tatsächlich hier das letzte Ding wäre. Ah, Mist, das wollte ich nicht machen. Hoppala. Ich wollte eigentlich B drücken, um ins Ding reinzukommen. Weil das sind mir jetzt schon viel zu viele Gegner, um es jetzt einfach so zu machen. Da würde ich ganz gerne öfters mal jetzt einen Kettenblitz machen, damit es hier weitergeht. Ja, das mit den Platten. Ich habe halt versucht drauf zu klicken und es ist nichts passiert. Nur dieser eine Schalter, den ich da hin und her heben konnte, der aber anscheinend keinen Einfluss hatte. Also das fand ich irgendwie sehr, sehr, sehr seltsam. Deswegen habe ich es ja kurz nochmal beendet und noch rumprobiert, ob das irgendwie ein Bug war. Das sah nach Bug aus, weil man hat ja auch nicht so einen Klick oder irgendwas gehört. So, danke schön. Dann bist nur noch du da, oder? Und das war es dann auch schon gewesen. Sehr schön. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns jetzt im letzten Raum erwartet.
Noch mehr Gegner. Ja, da ist wieder jemand. Ob das jetzt NPC ist? Ist das nicht Yrta oder wie es heißt? Moment, ich speichere mal ab. Komm, setzt euch. Nee, es ist Ygritte. Komm, setzt euch, Ygritte soll euch trösten. Wir kommen, um eine Schicksalsverfügung zu holen. Ja, ja, ich weiß. Dieser Handel lässt euch ohne nicht rein. Ich kann euch versichern, dass es eine Schicksalsverfügung gibt, die euren Namen trägt. Die werde ich euch geben, aber vorher müsst ihr etwas für mich tun. Warum überrascht mich das jetzt nicht? Und was ist das? Ich vermisse den Deckstein der Ordnung, eine magische Vorrichtung, die für Ordnung sorgt. Er scheint aus Achselgard heruntergefallen und in Gubaland gelandet zu sein. Geht zur Zusammenkunft in Gubaland, findet ihn und bringt ihn zur Ascheninsel. Warum die Ascheninsel? Sie ist ein praktischer Aufbewahrungsort, bis ich den Stein später wieder brauche. Bringt ihn in Vorhoffens Ruine und stellt ihn auf den Sockel im Laboratorium. Wenn der Deckstein auf seinem Blatt steht, wird sich euer Schicksal Verfügung zeigen. Wir werden das tun, danke für eure Zeit. Hört auf, eure Zeit in blumige Reden zu verschwenden. Macht euch an die Arbeit. Okay, und da hinten kommen wir wahrscheinlich raus. Was ist das hier? Kann ich nochmal mit dir reden? Noch etwas? Was denn? Wir kommen hier weg. Wie wollt ihr eure Welt retten, wenn ihr nicht einmal an einen so einfachen Ort wie diesen hier zurechtfindet? Geht euch das magische Tor hinter mir. Es bringt euch dorthin, wo ihr hin müsst. Das heißt direkt nach Gubaheim? Das kann ich nicht benutzen. Und wenn wir das alles gemacht haben, kommst du dann automatisch und bringst uns das Ding? Ich würde sagen, wir probieren mal was aus. Okay, ich kann hier keinen Leuchtturm machen. Ich hätte jetzt einen Leuchtturm gemacht, damit ich dann wieder hierher kommen kann, aber das geht nicht. Ich hoffe, ich muss mich nicht nochmal durch diese ganzen Prüfungen, durch diese ganzen Prüfungen schlagen. So. Beschafft euch eine Schicksalsverfügung. Beschafft euch eine Schicksalsverfügung von den Würden, damit Hündel euch nach Asselgard hereinlässt. Das hat man ja. Und jetzt haben wir das gekriegt. Bringt den Deckstein der Ordnung zur Ruhe Verhoffens. Dann wissen wir jetzt auch, warum wir in diese Ruine gehen müssen. Thoriamouth von Gubaland ist bereit, den Deckstein der Ordnung zu tauschen. Gegen ein Holzschwert, ein Holzschild, eine Pelzkappe, Stoffhandschuhe, einen gesteppten Harnisch und ein paar flauschige Pantoffeln. Ja, das ein Teil davon haben wir. Und wir wissen ja, dass das alles per Zufall fungiert. Das heißt, da wird man sich ein paar Karten holen und dann so das eine Spiel spielen, bis man alle 6 Dinger hat. Das heißt, am besten 5 Karten. Wir holen uns 5 Karten, genau. Danach am besten das eine Spiel, das hier spielen, bis wir allerdings haben. Wenn eins rauskommt, das man doppelt hat, dann einfach laden, speichern. Oder speichern, laden und so weiter, bis man halt alle 6 Dinger hat. Ich glaube, das mache ich dann offline mal. Das würde ich dann offline mal machen, weil das ist uninteressant. Das ist halt, wie gesagt, ein Laden speichern, bis man alle Gegenstände hat. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis zur nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. So rum. Und ja, bis zur nächsten Folge. Bis moin. Tschüss.